Ich benutze für die Zeichnung eine sehr dünne Tuschfeder und jede Figur werde ich dann mit einer anderen Tuschfarbe umsetzen. Herzlich willkommen hier bei Jaskiart. Mein Name ist Jacek und ich zeichne heute eine kleine Fanart zweier Cosplayer. Damit ich die Figuren gut aufs Blatt bringen kann, platzieren kann, lege ich mit Aquarell ganz grob eine leichte Fläche an, damit ich sehen und einschätzen kann, wo ungefähr die Figuren liegen werden. Diesen Schritt mache ich nur am Anfang so, das soll auch so bleiben, weil ich die Figuren später nicht mehr nachkolorieren möchte. Nun, wieso zeichne ich hier ohne Vorskizze? Zum einen habe ich durch das Aquarell eine gute Orientierung auf dem Blatt Papier, wo was ungefähr hinkommt. Zum anderen ist es auch wieder eine sehr gute Übung, um sich wieder mehr Zeit zum genauen Hinschauen zu nehmen und dieses immer wieder zu üben. So erkennt man gewisse Muster an sich selber und wie man überhaupt an eine Zeichnung herangeht und wie man selber Bilder liest. Auch ist es eine tolle Möglichkeit, sich so mit Bildinhalten zu befassen, die man vielleicht im Alltag nicht zu Gesicht bekommt. Man kann so neue Sachen kennenlernen, in Erinnerung behalten. Das ist gut für den eigenen Ideenkoffer und später als Referenz für neue eigene Projekte. Mir persönlich gibt diese Art der totalen Fokussierung auf die Zeichnung einen Flow, den ich so bei normalen Projekten, bei normalen aufgeteilten Projekten so gar nicht hinbekommen kann. Darum mein Tipp an euch alle, probiert Stifte aus für eure Zeichnungen oder für eure Skizzen, die ihr effektiv nicht mehr korrigieren könnt. Dies kann am Anfang vielleicht abschreckend wirken, ist aber längerfristig sehr entspannend, weil die Fehler in eurer Wahrnehmung dann kleiner werden, gleichzeitig aber das Selbstvertrauen für eure eigene Zeichnung wächst. Ja, warum denn das, werden einige von euch fragen. Nun, das ist nur meine ganz persönliche Wahrnehmung, aber wenn man kleinen Fehlern in der Zeichnung so viel Bedeutung schenkt, dass man sich mit ihnen immer wieder korrektiv befassen muss, entzieht man der eigentlichen Zeichnung die dafür nötige Konzentration und Energie. So werden kleine Unwichtigkeiten viel zu dominant im Gesamtkontext der Zeichnung. Setzt man aber den nächsten Strich richtig, korrekt oder besser und behält dies so beim fortlaufenden Zeichnungsverlauf, kann die Zeichnung fließender entstehen, reibungsloser entstehen und man kann so in einen Flow reinkommen und dann wird effektiv und automatisch die Zeichnung auch besser. Dann sieht man auch, dass die scheinbar gemachten Fehler gar nicht mehr so groß auffallen und am Ende gar nicht mehr so schlimm waren. Und das ist wiederum sehr gut für das Selbstvertrauen für die eigene Zeichnung. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da oder einen Kommentar, eine Frage. Das hilft natürlich mir und dem Kanal weiter zu wachsen und sich zu verbessern. Also vielen Dank dafür. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zeichnen. Wirklich, probiert es aus. Mit einer Tuschfeder und mit einem Filzstift voll drauf loszuzeichnen, ohne zu korrigieren. Es lohnt sich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, auf bald. Bye, bye.